Ja, schönen Abend auch erstmal von mir. Ich war beim letzten Mal schon aufgeregt, jetzt sind es doppelt so viele. Schön. Mein Herzensthema. Mein Titel ist Hypoxie macht einsam. Untertitel, scheiße, mein Patient hat keinen Zitratzyklus mehr. Ihr habt es gehört, ich komme aus der Anästhesie, ich bin Narkosearzt. Was machen wir in der Anästhesie? Wir haben vier Bereiche, die wir in der Medizin abdecken. Namensgebend die Anästhesie, die Narkose im OP. Da spielen wir die ganze Zeit mit Opiaten und ganz vielen anderen tollen Drogen rum. Deshalb machen wir auch Schmerzmedizin. Wir kümmern uns um die Patienten auch nach einer großen, schweren OP auf der Intensivstation, Intensivmedizin. Und dann gibt es noch die vierte Ebene, das ist dann die Notfallmedizin, gewissermaßen so der Querschnitt aus den ersten dreien. Wie fast jeder kleine Junge wollte ich Feuerwehrmann werden. Dementsprechend hat es mich dann irgendwie in die Notfallmedizin verschlagen. Und in der Notfallmedizin wiederum forsche ich zum Thema Reanimation oder wie es in Köln so schön heißt, Level und Levelosse. Die Idee, einen leblosen Körper wiederzubeleben, ist jetzt nicht ganz neu. Es gab da so rückblickend in der Geschichte durchaus skurrile Ansätze. Rund um 1770 gab es die sogenannte Umkehrmethode, insbesondere für Ertrunkene. Und ziemlich genau die gleiche Jahreszahl gab es auch die sogenannte Fumigation. Man hat einen Schlauch genommen, hat dann Tabakrauch in das Rektum von dem Probanden eingeblasen. Ob die Jungs, die auf diese Idee gekommen sind, wirklich nur Tabak geraucht haben, ist nicht überliefert. Im Fernsehen gibt es das Thema auch, da sieht das dann so aus. Funktioniert leider nicht so in Wirklichkeit. Wofür brauchen wir den Kreislauf? Kreislauf oder der Blutkreislauf bringt sauerstoffreiches und nährstoffreiches Blut jeweils zu den Organen, zu den Zellen hin. Das heißt, Nährstoffe oder Sauerstoff werden dann in dieser Blackbox, genannt Biochemie, verstoffwechselt. Die gehen da erstmal irgendwie rein und am Ende kommt Energie raus, die die Zelle dafür benutzt, ihr eigenes Überleben zu sichern. Wir wissen, Neurone sind besonders anfällig dafür, wenn irgendwie die Zufuhr zum Gehirn unterbunden ist. Bereits nach 3 bis 5 Minuten sterben die ersten Neurone unwiderruflich ab. Das heißt aber nicht, dass jeder Patient, der reanimiert wird, danach kognitiv oder körperlich eingeschränkt ist, erhöht aber auch nicht die Wahrscheinlichkeit, dass es ihm gut geht. Das heißt, viele von den Patienten, die mal reanimiert worden sind, haben kognitive oder zumindest neurologische Langzeit- und Folgeschäden. Jetzt kommt hinzu, wir haben in Deutschland außerhalb von Krankenhäusern 55.000 Reanimationen im Jahr. Das sind auf den Tag runtergerechnet 150 Reanimationen, bedeutet ein vollbesetzter Airbus 320. Da kommt nochmal hinzu ein zweiter Airbus mit Leuten, die schon gar nicht mehr reanimiert werden. Das heißt, jeden Tag schmieren in Deutschland 2 Airbus A320 ab. Durchaus eine gewisse Größenordnung, bei der es sich lohnt, was dagegen zu tun. Warum erzähle ich das alles? Notfallmedizin funktioniert besonders gut im Team. Und ihr seid Teil von diesem Team. Weil Patienten, oder wir wissen, Patienten, die von Laien bereits reanimiert werden, haben eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, wiederbelebt werden zu können und auch dann weniger neurologische Beeinträchtigungen zu haben. Also was tut man, wenn man in diese Situation kommt? Keine Zigarette anstecken, sondern es gibt einen knackigen Algorithmus, der nennt sich dann prüfen, rufen, drücken. Patienten einmal gucken, laut ansprechen, an den Schultern rütteln und damit das Bewusstsein prüfen. Keine Reaktion, man kümmert sich dann um die Atmung. Es wird erst das Kimm angehoben, damit man damit die Atemwege frei macht und guckt dann, ob sich der Bauch- und Brustbereich bewegt und man fühlt, ob mit Ohr und Wange, ob da ein Atemzug wahrzunehmen ist. Wenn auch da keine Atmung wahrzunehmen ist, dann hat der Patient entsprechend den Bedarf an einer Reanimation. Also jeder Patient, der nicht atmet in diesem Zeitpunkt, muss reanimiert werden. Patienten, die nicht normal atmen, ebenso. Was heißt nicht normal? Es gibt die sogenannte Schnappatmung. Das ist ein Hirnstammreflex. Das ist so, das Hirn schreit schon, ich habe keinen Sauerstoff mehr. Und das ist dann so ein Fisch auf dem Trockenen, so ein 3-4 Mal die Minute. Da wird nicht mehr ausreichend Luftvolumen bewegt. Auch diese Leute müssen reanimiert werden. Dann weiter rufen. Patient ist nicht bei Bewusstsein, Patient atmet nicht, 112 anrufen. Gilt selbstverständlich auch für die Leute, die nur nicht bei Bewusstsein sind. Wenn ihr anruft,
Ruhe bewahren. Ich weiß, es ist schwer, aber anrufen, irgendwas ins Mikro brüllen, auflegen, hilft nicht. Die Sekunden, die man da vermeintlich spart, werden zu Minuten, die euch die zur Hilfe eilenden Kollegen suchen müssen. Und das ist dann eine gefühlte Ewigkeit. So, dann drücken. Wo drückt man? Man drückt auf der Mitte vom Brustkorb. Man kann auch sagen, auf dieser Verbindungslinie zwischen den beiden Brustwarzen, medizinische Mamillen. Da nur aufpassen, es gibt sogenannte Normvarianten. Das heißt, es kann mal sein, dass da vielleicht auch irgendwie sowas passiert. Dann die Hilfslinie vielleicht anpassen oder halt einfach mit der Kopf haben. Wenn ihr euren Druckpunkt habt, identifizieren, erste Hand mit dem Handballen drauf, zweite Hand oben drüber, Finger verzahnt, neben dem Patienten gekniet, Arme durchgestreckt und dann drücken. 100 bis 120 Mal pro Minute, 5 bis 6 Zentimeter. Das ist Sport, das ist echt anstrengend. Wenn ihr zu mehreren Leuten seid, wechselt euch ab, ansonsten lässt die Qualität der Reanimation nach. 5 bis 6 Zentimeter ist auch verdammt tief. Die meisten drücken erstmal zu flach. Ja, ihr könnt diesem Patienten eine Rippe brechen, aber die heilt. Der braucht gerade erstmal Kreislauf. Dem ist die gebrochene Rippe scheißegal. Dann ist das nächste 100 bis 120 pro Minute. Wie schnell ist das denn? Wer von euch geht mit einem Metronom spazieren oder ist Schlagzeuger? Ja, wahrscheinlich die wenigsten. Das heißt, guter Trick dafür, man hat einfach ein Lied im Ohr, im Kopf, summt es sich zur Not vor, was den entsprechenden Beat hat. Ich kann Staying Alive nicht mehr hören. Ich habe euch mal ein paar kölsche Alternativen mitgebracht. Auch die gehen. Dann gibt es noch jede Menge andere, darunter echt ein paar tolle Ohrwürmer wie Highway to Hell, Final Countdown, Another One Bites the Dust. Funktioniert. Und für wen da jetzt noch nichts dabei ist, wie in der Anmoderation versprochen, auch Helene Fischer funktioniert. Schade, eigentlich müsste jetzt Helene Fischer kommen. Gut, ansonsten Herzbeatmung, wer es gelernt hat, wer es kann, immer gerne, dann 30 zu 2. Ansonsten gilt, Herzdruckmassage ist die Pflicht, die Beatmung ist die Kür. Für die Eins mit Sternchen, das ist das Zeichen für so ein Laiendefi, den kann man dann holen, dazu holen, aber bitte nicht den Patienten alleine lassen. Der braucht erstmal eine Herzdruckmassage, wenn viele Leute da sind, schickt jemand das Ding holen. Und wenn das Ding einen Schock abgeben will, irgendwie gucken, dass das Ganze irgendwie so ist, dass keiner mehr Patientenkontakt hat, dass der Patient nicht in der Pfütze liegt. Warum wird man denn jetzt nicht cleverer durch so eine Reanimation? Im Rahmen meiner Doktorarbeit habe ich mich mit einem Aspekt davon auseinandergesetzt und das ist folgender. Wir wissen, nicht nur die Neuronen sterben ab, sondern auch die Immunzellen im Gehirn werden aktiviert durch diesen Kreislaufstillstand. Das sind die Guten. Die können halt auch irgendwie Keime abtöten und wenn die aktiviert werden, dann schießen die mit ganz vielen tollen Substanzen um sich. Dabei gehen die Jungs aber nicht sonderlich differenziert vor, sondern schießen im Zweifel erst und fragen dann nach. So. In Zusammenarbeit mit den Kollegen von der Nuklearmedizin haben wir jetzt einen Tracer gehabt, der nachweisen konnte, wo gerade Bud Spencer und Terence Hill besonders viel um sich ballern. So, das ist dann quasi so das oder eins der Bilder aus meiner Dissertation. Ihr seht links ein Gehirn, das hat einen Herz-Kreislauf-Stillstand überlebt, rechts dagegen ein vergleichsweise gesundes. Eingerahmt, einmal da ist das Gehirn, es interessiert uns nur alles innerhalb der Linie und da, wo es viel leuchtet, ist viel Radioaktivität, ist viel Tracer, da ballern gerade Bud Spencer und Terence Hill wie bekloppt um sich. Und das, was da leuchtet, das ist der Hippocampus. Der Hippocampus ist wichtig für Erinnerung im Sinne von Abspeichern und auch wieder fürs Abrufen. Und das passt insofern gut zusammen, weil wir wissen, dass bei den Langzeitschäden oder was Patienten, die einen Herz-Kreislauf-Stillstand überlebt haben, Gedächtnisstörungen an erster Stelle stehen. Dazu kommt, wir konnten zeigen, da ist eine entsprechende Langzeitaktivierung und diese Langzeitaktivierung ist auch dafür bekannt, dass sie neurodegenerative Erkrankungen begünstigt. Das heißt, wir haben dann auch Patienten, die dann auf einmal Parkinson oder Ähnliches entwickeln. So, damit bin ich schon fast am Ende. Meine Take-Home-Message und ich hoffe, dass ihr am Ende nach den weiteren 5 Slammern vielleicht das noch mit nach Hause nehmen könnt. Prüfen, rufen, drücken. Das ist tatsächlich kinderleicht. Vielleicht könnt ihr es auch noch irgendwem anders erzählen. Das wäre ganz schön. Ja, es ist was, was tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes Leben rettet. Und wer Angst davor hat, dem Patienten die Rippe zu brechen, irgendwas zu tun oder was auch immer, da gibt es in der Notfallmedizin den schönen Spruch und der gilt auch dann für die Laien. Der Patient hat angefangen.